Und damit herzlich willkommen zurück im nächsten Part zu meinem Let's Play zu Donkey Kong Country Tropical Freeze im B-Level der vierten Welt Poco Loco Labyrinth. Ich würde sagen, da fangen wir direkt mal an. Und ich habe jetzt mal zur Aufgabe gemacht, jetzt mal andere Kongs zu benutzen, nicht immer nur die Dixie Kong. Ich habe nämlich herausgefunden, dass der Cranky Kong unter Wasser auch zuschlagen kann. Das wusste ich echt nicht, also... Oh! Was ist jetzt los? Normal Strandlevel? Okay. Ach so, ist das sowas wie die die Schlosslevel in Mario, wo man halt den richtigen Weg finden muss, sonst kommt man nicht weiter. Also diesen dreier Ebenen. Gehst du in die richtige Ebene rein, geht's weiter. Wenn nicht, resettet sich das. Ist das das gleiche jetzt? Toll, jetzt habe ich die Bananenstaude da oben nicht gekriegt. Die war bestimmt wichtig. Scheiße. Hä? Das hat nicht. Wieso hat das nicht funktioniert? Und was? Ein Schlüssel? Was geht denn hier ab in den Level, ey? Okay. Oh, immerhin Sauerstoff. Das ist mal was Gutes. Da, da, da. Ba, 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 da, da, da. Also ich muss auf jeden Fall sagen, Ozitani ist auf jeden Fall richtig Nostalgie, wenn man die Wassermusik haben will, ne? Oh ja. Grüne Schlüsse brauche ich. Mit grün meine ich natürlich gelb. Oh Gott. Da vor oben brauche ich einen Riesenschlüssel. Oh Gott. Alter, ich bin fast ersuppelt, ey. Komm, wo erscheinst du, Fischchen? Also, ich muss nach Schlüsseln suchen, okay. Kann ich die Kiste nicht irgendwie... Hat auch nur 5 Puzzleteile und ich habe das End schon. Okay, das ist also wirklich den richtigen Weg finden. Das ist ja cool. Mal was, neue Mechanik. Fällt mir jetzt schon. Au. Erstmal den Kopf blutig geschlagen an der Wand, ey. Okay. Kann ich da oben durch? Nö. Oh Gott. Bevor ich die letzte Banane einsammle, gehe ich nochmal zurück. Ich brauche Sauerstoff! Der Turbodreher! Gluck, gluck, gluck. Ach, guck mal, jetzt bin ich hier. Muss man aber schnell sein, ey. So eine Suppe man hier, ey. Krieg Sauerstoff irgendwo.
Oh, 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 oh. Sauerstoff! Oh. Okay, ich bin wieder draußen. Alter. Puh. Alles klar. Scheiße! Gib mir Sauerstoff. Gib mir Sauerstoff, danke. Cranky! Oh Gott. Nein, 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 nein! Cranky! Geil. Schon wieder irgendwo gegen knallt. Oh, Alter, das ist ein geiler Schlüssel, ey. Das habe ich genau gesehen. Das habe ich genau gesehen. Alter, boah, immer so auf Messers Schneide, ey. Das ist immer so knapp. Aber dann krieg ich neu. Ich muss nicht. Ah, ne, Schüsse muss ich nicht neu sammeln. Oh Gott, da war Luft drin. Warte, warte, da war irgendwo... Oh mein Gott, da war irgendwo ein Dingens mit drin. Ein Herz war hier irgendwo, aber das kann ich jetzt nicht mehr holen, ne? Nee. Ja, vorhin bin ich da oben lang gegangen, jetzt gehe ich mal da durch. Hammer. Gib mir Sauerstoff, Baby. Ich weiß nicht, wie das immer aussieht, wenn er so ein Torpedo hier durchschießt überall, ey. Das sieht immer so geil aus. Scheiße. Ja, das war kacke. Mich hat das kurz irritiert, dass ich keinen Sauerstoff mehr hatte fast. Ah, Mist! Hier wäre aber Sauerstoff gewesen. Mist, ey. Da war nochmal die blaue Kiste. Ach ja, die war da ganz unten, ne? Ich glaube, ich bin richtig. Na, guck mal, jetzt haben die überall hier Feinde platziert für mich extra. Aber trotzdem fehlt immer noch ein Puzzleteil.
Boah! Boah! Zwei Puzzleteile, verdammt! Verdammt! Ja, ich glaube, das war bestimmt ganz direkt am Anfang, oder? Kann sein. Aber immer habe ich das KONG, das heißt also, der K-Tempel wird jetzt freigeschaltet jetzt. Ja. Der K-Tempel wird jetzt freigeschaltet. Tada! Ich dass ich auch noch alle machen muss, ich weiß. Aber okay, Leute, ich mache kurz einen kleinen Cut und wir sehen uns wieder, wenn ich das letzte Puzzleteil gefunden habe. Bis gleich. Okay, Leute, da sind wir wieder. Und zwar habe ich das letzte Puzzleteil gefunden. Und zwar befindet sich das hier oben rechts an der Brücke. Und wie man da jetzt rankommt, zeige ich euch jetzt. Und zwar nimmt man jetzt Anlauf. Man springt ab, macht das hier und zack. Und da muss man das noch eben einsammeln hier. Und da ist das letzte Puzzleteil, Leute. Perfekt. Hat auf jeden Fall, das war auf jeden Fall ein cooles Puzzleteil, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt beende ich kurz eben das Level und wir sehen uns gleich wieder am Levelausgang. Bis gleich. Und da sind wir, Leute! Am Levelende. Geil. Puh, das war auf jeden Fall mal echt ein cooles verstecktes Puzzleteil. War aber eigentlich auch klar, dass da oben rechts ist, ne? Aber ob man da auch ohne Dixie Kong hinkommt? Da weiß das schon. Okay. Da würde ich mal sagen. Okay, Leute, nach einer kurzen Pause, was für euch nur ein kleiner Schritt war, geht es weiter mit dem Bosskampf der vierten Welt. Fische in Chimps und los geht's. Waha! Genau, Donkey Kong. Ladevorgang und go. Wuhu! Los geht's. Müssen wir sehen, welchen Kong nehmen wir denn? Nehmen wir mal Diddy Kong. Bist du geil, dass man halt diesen Sprung machen kann, den Kiddy Kong damals konnte, ey. Boah, das nehme ich an, dass ich muss echt mal wieder Donkey Kong Country 3 spielen, ey. Und der Boss, der jetzt kommt, den kenne ich schon. Von dem habe ich schon mal ein Bild gesehen. Es ist nämlich Pufftop als Bosskampf. Ja genau, habt ihr ihn erschreckt wie eine Kuh, die schläft, ey. Sehr gut. Alles klar, mal gucken, wie lange ich für den Boss brauche. Ich mag ja Wasserlevel, aber ein Bosskampf unter Wasser ist noch ein bisschen mal was anderes. Aber ich freue mich drauf, ich bin gespannt. Alles klar. Oh Gott! Geil. Okay, okay, okay. Boing! Danke fürs Leben! Boah! Oh, gut. Boah, das war gut, ey. Darf ich raten, das muss ich wieder dreimal machen, also 9 Treffer braucht er. Kommt jetzt. Alles klar. Der pustet mich an. Und jetzt wieder rum, ne? Ja. Shit. Oh Gott. Boah. Nein, 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 nein. Oh Gott. Boah! Okay. Man kann ja aufhören, die ganzen Luftblasen zu klauen. Ach so, der macht... Oh ja, genau. Der hat mich genau... Oh Gott, warum wird der so groß? Thank you.
Nein, das, da war es nicht. Scheiße. Ich dachte, das war die Stelle, wo ich... Boah. Was ist jetzt hier ab, ey? Nein, Alter, das war so gut, ey. Der Kampf war so gut. Okay, Leute, dann mache ich hier aus einen kleinen Cut und wir sehen uns wieder an der Stelle, wo ich gerade kaputt gegangen bin. Bis gleich. Alter, komm nicht zurück, bin ich so auf die Pelle, ey. Boah. Alter Schwede. Boah. Jawohl. Scheiße. Nein! Das war dumm, das war dumm. Noch mein kleiner Cut schadet niemanden. Und digitiert zur letzten Phase. Geil. Gott, Gott! Shit. Toll, jetzt habe ich wieder Dings verloren. Jawoll! Und... Juhu! Der Pufferfisch ist tot! Oh. Alter! Der Bosskampf war geil. Auch wenn er kurzzeitig doch ein bisschen lang gedauert hat, aber war okay. Der war cool. Oh, jetzt mal schön das Mikrofon übersteuern auch, ey. Tut mir leid. Aber ich habe mich halt so gefreut. Nice. Da, 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 da. Was passiert denn jetzt? Ach so. Oh, von der Welt habe ich auch schon mal ein paar Ausschnitte gesehen. Cool. Welt 1, Welt 5, Level 1 sind wir jetzt. Cool. Fauna Phantasia. Aber bevor wir das machen, möchte ich ganz kurz noch eben hier reinspringen. Und eben mal bei Crank, bei Funky vorbeigucke nochmal. Mal nochmal ein paar Münzen abgeben, Leute. Yo Kong, habe ich schon vor dem super coolen Spielzeugautomaten erzählt. Damit kannst du jetzt hier Figur sammeln. Ja, machen wir mal kurz eben. Ja, machen wir so. Machen wir 15. Hatte ich schon. Habe ich auch schon. Hab ich auch schon. Auch. Hab ich schon. Hab ich schon. Kann ich auch mal eine Figur kriegen, die ich noch nicht hatte? Oh ne, da war ja gerade eine, die ich hatte. Den Ura-Untern hatte ich noch nicht. Das war der Bosskampf aus der dritten Welt. Ja, aus der vierten Welt war der Boss. Quatsch. Ich bin jetzt in der sechsten. Ne, ich bin doch in der vierten Welt. Ich bin jetzt in der fünften. Ich komme jetzt in die sechste gerade. Oh, cool. Hatte ich auch noch nicht.
Cool hatte ich auch noch nicht. Cool hatte ich auch noch nicht. Also das ist meine Verdacht, hat sich mein Verdacht auch bestätigt. Du kannst die Figuren erst kriegen, wenn du schon, wenn du der Person schon begegnet bist. Alles klar. Bin ich in der Welt eigentlich fertig? Menü. Statistik. Ja. Es fällt eigentlich jeweils nur noch das K-Level von jeder Welt, ne? Ja. Ne, wie heißt die Welt? Marmalope. Cool, so eine Marmeladenwelt. Cool. Aber okay, Leute, ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Die fünfte Welt machen wir erst im nächsten Part. Ich hoffe, ihr seid im nächsten Part auch wieder dabei. Und ihr könnt mir das verzeihen, dass ich gerade bei dem am Ende des Bosskampfs so laut war. Aber ich habe mich halt sehr gefreut, dass ich ihn halt geschafft habe. Weil er war auch ziemlich cool. Und bis zum nächsten Mal zu meinem Let's Play zu Donkey Kong Country Tropical Freeze. Tschüss.